Ubisoft. Melbourne, straight right, Australia. Und somit ein herzliches Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu einem ganz neuen Projekt auf meinem Kanal. Ja, heute geht das Spiel Zombie Online und wir werden es gemeinsam zocken. Es kam jetzt vor ein paar Tagen raus, gesagt zwei Tagen oder so. Und wir werden es jetzt gemeinsam spielen. Zombie, ja, ich liebe ja Zombie-Games über alles und habe ich mir gedacht, ja, es hört sich geil an, sieht da auch cool aus. Aber warum, was es genau geht, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass man viele Zombies schnetzeln muss. Und was genau passiert, werden wir dann sehen. Oh, Trailer. Cool, da sehen wir jetzt kurz den Trailer an. Ja, und das werden wir dann heute auf jeden Fall spielen. Wuhu. Auf jeden Fall hat es mir schon gefallen, als ihr es gesehen habt, die paar Szenen. Vielleicht kennen das Spiel viele nicht, weil viel war von dem Spiel nicht zu sehen. Also kaum Werbung und daher, was soll man groß machen. Ich denke, wir werden jetzt einfach starten. Da sieht ihr, ich hoffe nur nicht, das Spiel hier initiiert ist oder so. Man weiß ja nie hier in Deutschland. Naja, wir schauen rein in die Kampagne. Oh, normaler Modus, leer. Überlebensmodus, ich bin normaler Modus. Schwierigkeit, Überleben da ganz normal. Angsthase. Schwierigkeit normal, Überlebende ganz normal. Schwierigkeit für neue Überlebende. Ja, eigentlich soll ich Angsthase spielen, oder? Ah, ich will nicht Angsthase sein. Ich will keine Angst haben. Wir spielen einfach normal. Los geht's. Die Alchemie des Reichtums aus dem Nichts wird eine neuerliche Plage über das Menschengeschlecht bringen. Der Nebel des Todes verhüllt das Land. Und jene, die nicht gewappnet sind, werden seiner stinkenden Umklammerung erliegen. Denn Gott kennt keine Gnade für jene, die sein Wort nicht achten. Und das Ende wird kommen. Und die Welt, unwürdig in seinen Augen, wird gereinigt werden von schwarzen Engeln, auf dass er eine neue erschaffe. Ja, du. Ich kann dich sehen. Folge meiner Stimme. In die U-Bahn. Da keine Löcher in die Luft. Schnell. Was? Das fängt ja schon gut an. Okay, wir rennen. Überall Zombies. Boah, überall kommen sie her. Eh, hoch, komm, los. Eh, reinkriechen. Wohin? Ja, genau, man wird hier reingeschmissen. Man muss abhauen. Mein Gott. Und nun? Entkommen den Infizierten. Krass. Ich will nicht weiter. Plündern. Kann ich hier sonst was? Plündern? Nein. Drücke F, um eine Lampe zu benutzen. Halte F, um gerückt, um fernlich fern
okay. Das Licht lockt Infizierte an und du brauchst die Batterien. Geil, danke. Das sind Infizierte. Wo soll ich hin, mein Freund? Ich muss jetzt darüber. Oh mein Gott. Plündern. Leer. Leer. Schließen. Geil. Mehr aber auch nicht. Und nu? Die sehen mich doch da vorne. Doch scheiße. Aber wahrscheinlich muss da links dann, hä? Kann ich es nicht aufmachen? Nein. Wow, weiter geht's! Hilfe! Zombie! Oh, wieder in der Apokalypse. Willkommen zu Zombie. Oh ja, eigentlich cool. Ja, zwar jetzt nicht ultra mega high der finnischen Grafik, aber... Aufstehen, aufstehen. Du siehst nicht gut aus. Ich würde ja sagen, es ist ein Albtraum, aber was ist das nicht heutzutage? Gut, dass ich dich gefunden habe. Willkommen im Safe House. Meine Freunde nennen mich der Prepper. Weißt du warum? Weil ich immer vorbereitet bin. Glaub es oder nicht, aber ich wusste schon lange, dass das kommt. Gut, siehst du das Gerät auf der Werkbank? Mit dem Bildschirm? Nimm's. Hä? Das hier aufheben. Prepper Pad. Ist selbst gebaut. Ich nenn's Prepper Pad. Es ist eine Art Radar mit Verbindung zu mir. So kann ich auf dich aufpassen. Du wirst es brauchen. Und wer bist du? Kümmere dich erst um das Licht. Auf dem Klo ist ein Generator. Siehst du das grüne Licht auf der Karte? Ja. Cake-Card erforderlich. Ah, hier kann man speichern. Wow. Aktiviere den Generator. Speicherplatz. Okay. So, wie komme ich da rein? Jetzt kann man hier irgendwas machen. Wo hat denn Singelots? K-Card. Wir haben keine K-Card. Wir müssen erst eine K-Card holen, wie es aussieht. Wo findet man die? Hey, Toiletten. Wahrscheinlich muss ich die irgendwo holen, hä? Ja, wahrscheinlich. Toiletten kann man nicht benutzen, okay. Ich muss auf jeden Fall Batterien sparen. Na, hier ist auch nichts. Okay. Auch nichts. Und einmal rüber. Ja, und wie komme ich da hin? K-Card erforderlich. Da hinten ist doch auch was. Was ist da hinten? Der Generator meint er wahrscheinlich. Jetzt kannst du was sehen. Bisschen. Geh zurück in den Hauptraum und zieh dir die Monitore an. Ich hab gedacht, den Pfeil da, das grüne Licht. Das ist aber ein gelbes Ding. Siehst du, der Letzte, dem ich helfen wollte, ist ohne Pad rausgegangen. Eine ganz schlechte Idee. Aber da ist noch was Nützliches. Der Rucksack dort ist ein Bug-Out-Pack. Ein Bob. Den Inhalt brauchst du zum Überleben. Okay. Ah, jetzt komme ich überall hin, hä? Goll. Muss ich da auch lang? Nee. Wahrscheinlich erst nachher. Wow. Ich will alles haben. Alles. Den Inhalt brauche ich zum Überleben. Hier sind wahrscheinlich... Zombies, oder? Denke ich mir mal. Verbarrikadieren kann ich sogar. Oh Mann! Hier können überall Zombies sein. Aber er hilft mir anscheinend. Hieß es. Hieß es mal zumindest. Nee, ich gehe da nicht rein. Ein Zombie und ist vorbei. Vielleicht. Oben drüber, aha.
Ich kann nichts öffnen, nichts tun, nur schließen. Jetzt könntest du mal das Radar ausprobieren. Okay. Ah, das zeigt, wo was ist, oder? Denke ich mir jetzt mal. Oder zeigt es mir nur, wo Gegner sind? Ich hab gesagt, ich soll nur das Radar ausprobieren. Wow. Alle Türen öffnen. Auch nix. Mal wieder zu. Hallo? Hallo? Ich muss da rein. Los, hol dir den Cricket-Träger und sei nicht zimperlich. Nutz als stillschweigende Übereinkunft der Überlebenden. Okay. Du weißt doch auch, dass es jemand für dich tut, wenn du infiziert wirst. Pam! Pam! Gut gemacht. Nicht schön, aber es muss sein. Ha. Jetzt sieh dir den Bob an. Wie gesagt, darin steckt eine Pistole und Munition. Die brauchst du definitiv. Okay, aber schlagen ist leider ein wenig komisch. Oh, Munition und Waffe. Okay. Schnellzugriff 1. Medikit mache ich auf 4. Nein, 4 wollte ich. Munition und der Hammer. Der Hammer mache ich auf. Was mache ich denn? Mache ich auf 2. Ah, kann ich gar nicht. Gute Arbeit. Du musst diesen Ort sauber halten, wenn du überleben willst. Okay. Das ist der, wo einfach gestorben ist. Und wie ist der? Warum ist er da gestorben? Okay, aber schlagen ist leicht blöd. Aufheben. Schließ mal kurz. So, gibt's hier noch was? Nein. Okay. Gehen wir wieder raus. Bereite dich vor. Wenn du 20 Stunden wach bist, kannst du keine Entscheidung mehr treffen. Vernachlässige den Schlaf nicht. Je, du sagst Sachen, hey, mein Freund. Du sagst Sachen. Geh zurück in den Hauptraum und sieh dir nochmal die Monitore an. Okay. Wir sind mit den CCTV-Kameras in ganz London verbunden. So wie die in dem Supermarkt in deiner Nähe. Je mehr Augen du hast, desto besser. Es gibt dort noch mehr Kameras. Ich werde dir zeigen, wie man sie hackt. Die Leute halten Kameras für sicher. Fest verdrahtet mit der Polizei, aber das stimmt nicht. Ich war bei den Fernmeldern. Ich kann dir das eine oder andere darüber erzählen. Okay. Zeit für den ersten Ausflug. Die Kameras reparieren sich nicht selbst und ein paar Besorgungen stehen an. Du musst ja nicht mehr machen. Das ist meine Kiste zum Sachen reinbringen. Ah, Metallcontainer. Okay, Cut habe ich noch nicht. Ja, ich weiß, dass ich Waffe benutzen kann. Ich will aber schlagen. Speichern. Wir speichern jetzt mal ganz kurz. Einfach was können. Ah, da legt sich auch gleich schlafen. Oh. Der feine Herr. Okay. Gut. Dann würde ich mal sagen, das war's mit dem ersten Part von Zombie. Einfach mal ein kleines Reinschauen. Und im zweiten Part werden wir rausgehen und weitere Zombies schnetzen, wie es aussieht. Kann ich hier Getränke noch nehmen? Ich hab Durst. Nein. Gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ihr seid auch so interessiert, wie das hier dann aussehen wird, was wir hier tun werden. Ich kann hier noch alles plündern. Wow. Der Hammer. Okay. Gut. Dann lasst einen Daumen und einen Kommentar, wie es euch gefallen hat. Und im nächsten Part gehen wir weiter. Zombies schnetzen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.